Ja, guckt ihr auch gerade das spannende Finale von Italien gegen England? Nein? Ja, ich schon. Fernsehprogramm ist sowieso Mist. Wir sind schon in der Nachspielzeit, 110. Minute. Ja, ich würde mal sagen, warum ich im Moment keine Videos mache, außer die vorproduzieren, die da sind. Also hier, wie ihr seht, jetzt nicht, ne? Aber hier, das Stück angeschwollen, hier angeschwollen. Doppelte Prellung hier. Und hier angebrochene Hand, hier eine Doppelprellung und hier eine Doppelprellung. Deswegen ist im Moment mit Videos im Kochen allem möglich nicht drin. Das wird sich auch locker noch ein, zwei Wochen rausziehen, aber ist ja egal. Wir haben vorproduzierte Videos, die rauskommen. Den Scheiß, den ich produziere, habe ich immer nur drei, vier Klicks drauf. Und zum Thema, ja, ich hatte so einen kleinen Unfall an meinem Geburtstag. Und das war natürlich, es war natürlich optimal, dass es natürlich an meinem Geburtstag passiert ist und ich eigentlich so gesehen, das Problem, was ich jetzt im Moment habe, ist, diese Hand ist gar nicht brauchbar und diese Hand, nur diese zwei Finger, diese zweieinhalb Finger und hier drauf sind nur 30% Leistung. Das heißt, wenn ich einen Tetrapack hochhebe und sobald das mehr als ein halbes Kilo ist, fällt mir das wieder aus den Fingern. Das mal zum Thema. Nicht, dass es jemand interessiert, ich wollte es mal gesagt haben. Und ja, im Moment läuft dann jetzt alles scheiße. Meine Beine funktionieren noch, aber so ohne Hände kannst du nicht viel machen. Brauchst auch nicht groß kochen, weil, sind wir mal ehrlich, versuch mal einen Topf hochzuheben, der dann so gefüllt ist mit 3 Kilo Gulasch. Du hast so zwei Finger und versuchst dann irgendwas. Dann musst du irgendwie hier so den Henkel und dann hier mit dem Arm so hoch. Dann kannst du aber nicht gerade was Kochendes hochheben und umkippen und so eine Klammer, dann funktioniert dann alles nicht. Und so ist es. Wolltest du mal gesagt haben, ich meine, das interessiert niemanden, aber ich dachte, ich erzähle es mal. Ja, mein Geburtstag ist rum, es gab ein paar Gutscheine, keine Liebe und also somit alles wie immer. In diesem Sinne, verpisst euch. Verteidigen.